mich mein besonderstes Erlebnis war die erste Meisterschaft, die ich mit Bamberg gewonnen habe. Weil damals war ich noch bei 2005er Meisterschaft, stand ich noch als Fan selbst in den Rängen und habe die Mannschaft angefeuert und konnte mir nie selbst vorstellen, irgendwann selbst auf dem Parkett zu stehen und die Trophäe in die Luft zu strecken. Deswegen war das mein besonderstes Erlebnis, was ich bis jetzt in meiner Karriere hatte. Also für mich der größte Unterschied ist natürlich das Wetter. Ja, heute oder die letzten Tage ist überraschend gut, aber es waren auch schon... Naja, also letztes Wochenende war schon hart, wenn ich Bilder aus der Heimat sah, wo es 18, 20, 22 Grad sind und hier regnet es in Strömen. Aber es wusste ich ja im Vorhinein schon, aber nichtsdestotrotz, Oldenburg ist eine extrem schöne Stadt. I agree with Carsten with the weather. It's been okay. Now it's getting good, but we have waited for 7 months to get sun here. It's even worse than Belgium. It's crazy. But otherwise, the city is really good. My family love it. We have good time. Everything is easy. It's not big, not small. It's perfect. You have everything. Good food. No, I have to say this city. It's a little bit similar like my city in Belgium. So it's pretty much the same. Pretty much same mentality, so I feel like home. Wir haben jetzt, denke ich, eine Ausgangsposition, wo wir die Sache selber in der Hand haben. Wenn wir die 5 Spiele dementsprechend erfolgreich abschließen, wie wir es vorhaben, dann werden wir uns um Plätze 4 bis 5 drehen. Hinter den Kulissen dabei sein, Spieler und Trainer kennenlernen, ja und sogar an der Einlaufshow teilnehmen, wenn das mal nicht der Traum von jedem jungen Basketballfan ist.